Schauen Sie dieses Gesicht an. Welche Energie davon ausgeht. Wenn Kunst die Nabelschnur zum Göttlichen ist, der hängt an dieser Schnur. Nur wenn man dieses Gesicht sieht. Wenn er gearbeitet hat, war es immer wie eine Geburt. Hat Gewicht verloren. Dieser tausendprozentige Dauereinsatz, der natürlich sehr anstrengend ist, wenn man ihn selber leistet. Und nur dann kann man ihn ja auch von anderen fordern. Also diese Höchstspannung, man kann ja gar nicht von Hochspannung reden, diese Höchstspannung, die der den Menschen vermittelte, sowohl den Hörenden als auch den Aktiven, die hat seinen Preis. Er lebt diese Musik, während er das dirigiert, als wie etwas ganz Eigenes und ganz Neues und nur jetzt stattfinden ist. Ich wollte nicht mit Leuten über die Sachen, die er machte, sprechen, denn ich habe gedacht, er gibt keine Interviews, was sollen sie mich befragen? Und sie wollten immer durch mich herankommen, da sie an ihn nicht herankommen. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht. Mein Bruder gibt keine Interviews und ich werde, was wollen sie von mir? Hm? Er hat gesagt, ja, man soll im Leben keine Spuren hinterlassen, chinesische Weisheit. Einmal, als er schon dirigierte und so, hat er mich angerufen und hat gesagt, das macht mir keinen Spaß mehr. Was kann ich machen jetzt? Ich will nicht mehr. Und ich habe gesagt, du kannst schreiben. Und er sagt, was kann ich schreiben? Was du willst, schreib, was du willst. Es wird alles immer gut, was du schreibst. Okay, er hat aufgehängt und am Telefon war das. Und das war dann das Ende. Dann hat er weitergemacht. Denn es hat sehr oft bei ihm eine Depression, Moment gegeben, wo er sich nicht mehr wohlfühlte in dem, was er tat. Das hat man auch gemerkt. Ich glaube, dass er ein unergründlicher Mensch war. Wir werden ihm nicht auf die Schliche kommen. Wir können so viel über ihn nachdenken, das macht ihn ja auch so interessant. Wissen werden wir es nie. 21. Wir spielen durch ohne Unterbrechung bis Schluss. Bitte. Ich unterbreche mal nicht. Nimm es mir vor. Hatte er das Glück, groß und schlank zu sein, also in seiner besten Zeit. Die meisten Dirigenten sind klein, ne? Und müssen noch überautoritär agieren. Yeah.